Nie wieder Muskatnuss von Archephobia. Ich habe mich dazu entschlossen, auch noch von meiner ersten und letzten Muskatnuss-Erfahrung zu berichten, weil ich gesehen hatte, dass es auf deinem YouTube-Kanal noch keinen Trip-Bericht dazu gibt. Wenn ich mich da nicht irre, habe keinen gefunden. Da irrst du dich nicht. Erstmal vorweg, in hohen Dosen hat Muskatnuss eine berauschende Wirkung. Hier ein kurzer Ausschnitt von Wikipedia, weil der Trip-Bericht an sich sehr kurz ist, da ich mich an fast nichts mehr erinnern kann und der Trip sehr einseitig war. Zitat Wikipedia. Die Muskatnuss enthält die psychoaktiv wirksamen Inhaltsstoffe Elimizin, Myristizin und Safrol. Elimizin ähnelt in seiner Struktur Halluzinogenen, wie zum Beispiel Mescalin. Safrol ist verwandt mit dem MDMA, Myristizin mit MMDA. Die Wirkstoffe der Muskatnuss hemmen den Abbau von biogenen Aminen und Neurotransmittern, Substanzen mit Hormoneigenschaften, die auf chemischem Wege die Erregung bzw. die Information von einer Nervenzelle auf eine andere übertragen, zu denen auch zahlreiche Botenstoffe im Gehirn wie das Noradrenalin, Serotonin und Dopamin gehören. Durch den blockierten Abbau bleibt die Wirksamkeit dieser Verbindungen länger erhalten. Zitat Ende. Eines Abends nahm ich sehr viel Muskatnusspulver und wirkte es mit viel Mühe und Zeit runter. Keine Ahnung, wie viel es war. Ich hatte von der berauschenden Muskatnusswirkung gehört und ich dachte, es würde so wie MDMA bzw. Ecstasy wirken. Ich hielt den Konsum von Muskatnuss für eine gute Idee, weil ich ganz gerne mal high auf Ecstasy bin. Aus dem Grund, weil ich dachte, dass Muskatnuss ähnlich wie Ecstasy wirkt, nahm ich es überhaupt und weil kein Dealer etwas da hatte und das an einem Freitagabend. Mehrere Stunden nach der Einnahme passierte gar nichts, weswegen ich mich 4 Stunden nach der Einnahme ins Bett legte und versuchte zu schlafen. Irgendwann nachts wachte ich auf und war total verwirrt. Ich war total wie auf Speed oder auf Koks, mega energiegeladen und mir war übel. Dann fing auf einmal mein Herz total schnell an zu rasen und ich dachte, ich würde sterben. Ich schloss meine Augen und kämpfte darum zu überleben. Ich hatte mit geschlossenen und mit offenen Augen Optics, wo ich komische Muster und Labyrinthe an der Decke sah. Irgendwie schaffte ich es wieder einzuschlafen, nach mehreren Stunden Wahnsinn und Angst davor zu sterben. Als ich am nächsten Tag aufwachte, fühlte ich mich immer noch genauso dicht wie in der Nacht, aber das Herzrasen war fast weg. Es war wieder auszuhalten. Ich dachte, ich hätte das Schlimmste geschafft, aber als ich aufstand, wurde mir total schlecht und mir wurde so schwarz vor Augen, dass ich nicht stehen oder sitzen konnte, weil ich sonst nur schwarz sah. Ich verbrachte den Rest des Tages im Bett mit Übelkeit. Auf Klo zu gehen war eine Qual, weil ich jedes Mal nach mehreren Metern nichts mehr sehen konnte und ich das Gefühl hatte, dass ich umkippe, weil ich so ein komisches, taubes Gefühl hatte und ich so seltsamen, nassen Schweiß hatte. Mir war auch total warm. Ich hatte das Gefühl, dass ich von innen brenne. Ich schaffte es, abends einzuschlafen und wachte am Tag darauf mit starken Kopf- und Bauchschmerzen auf. Ich fühlte mich immer noch drauf, aber nur ganz leicht. Ich habe aus dieser Erfahrung sehr viel gelernt. Seitdem dosiere ich alles nach Safer-Use-Regeln und nehme keine Sachen mehr, worüber man nicht so viel im Internet finden kann. Dies passierte mir vor ungefähr 2 Jahren und damals wollte ich noch jede Droge ausprobieren, aber seitdem hat sich das geändert. Mein Verhalten war sehr leichtsinnig und gefährlich. Ich kann euch nur davon abraten, nehmt keine Muskatnuss. Mein persönlicher Senf. Ja, was ich eben schon meinte, es gibt tatsächlich noch keinen Trip-Bericht zu Muskatnuss auf dem Kanal, das stimmt. Weil ich selber halt auch finde, dass Muskatnuss eine ziemlich ranzige Droge ist, wo das Risiko einfach viel höher ist als der Nutzen. Man muss halt sehr viel davon nehmen, es scheint immer sehr unangenehm zu sein und es ist halt auch körperlich teilweise schädlich, weil da Substanzen drin sind, die, ich weiß nicht, ob sie sogar krebserregend sind, aber halt nicht so gut für den Körper sind. Ich kann ja auch selber nochmal was raussuchen, einen Moment. Ja, da zitiere ich auch nochmal Wikipedia. Muskatnussbaum, Verwendung als Rauschdroge. Die Rauschwirkung der Muskatnuss wurde erstmals 1829 von Jan Evangelista Purkinje beschrieben. In den üblicherweise als Gewürz genutzten Mengen ruft die Nuss keine erkennbaren Rauschwirkungen hervor. Hierfür sind wesentlich höhere Dosen erforderlich. Die Einnahme der Muskatnuss erfolgt in der Regel oral, sehr selten wird sie verbrannt und inhaliert. Aufgrund des in solchen Mengen brechreizerregenden Aromas und der unvorhersehbaren Wirkungen hat sich die Muskatnuss als Droge nicht etablieren können. Die berauschende Wirkung der Muskatnuss rührt vor allem von dem im ätherischen Öl enthaltenen Myristizin her. Es wurde lange angenommen, dass diese Stoffe im Körper zu Amphetaminderivaten verstoffwechselt werden, die für die Wirkung verantwortlich seien. Nach neueren Untersuchungen, bei denen keine solchen Substanzen im Urin nachgewiesen werden konnten, gilt eine direkte Wirkung als wahrscheinlicher. Anhand der Struktur wird über eine Wirkungsweise als Monoaminooxidase-Hemmer, MAO-Hemmer, spekuliert.
Die Angaben zur Wirkung beruhen vor allem auf anekdotischen Berichten. Es wird, ohne klare Datenbasis, über Experimente in der Hippie- und Studentenkultur der 1960er und 70er Jahre berichtet. Außerdem gibt es Fälle einer Nutzung als relativ billige und leicht beschaffbare Ersatzdroge bei Personen ohne Zugang zu potenteren Psychopharmaka. Da, neben der erwünschten Wirkung, zahlreiche unangenehme Nebenwirkungen wie Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerz und Durchfall auftreten und auch unerwünschte psychische Wirkungen wie Bedrohungs- und Angstzustände nicht selten sind, blieb die Verwendung gering. Auch in der Muskatblüte, Makis, kommen halluzinogene Stoffe vor. Zitat Ende. Ja, was ich eben auch schon mal gesagt habe, sehr viele unangenehme Wirkungen bzw. Nebenwirkungen, Angstzustände, Brechreiz, Durchfall, muss man nicht unbedingt haben. Ja, finde ich auch gut, dass du das selber auch eingesehen hast, dass es wohl keine kluge Idee war und ja. Aber danke für den Bericht. Falls ihr wollt, dass ich euren Tripbericht vertone, schickt den mir gerne. Ihr findet meine E-Mail-Adresse in der Videobeschreibung. Lasst doch gerne einen Kommentar da. Ich lese alle eure Kommentare und ein Like würde mich freuen oder ein Dislike würde mich nicht freuen. Ja. Aber ansonsten wünsche ich euch allen noch eine wunderschöne Zeit, einen tollen Tag, bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.